Hallo und willkommen zurück zu Super Metroid für das Super Nintendo, gezockt auf der Wii U von mir, dem Recki. Wir sind hier im finalen Part, in dem letzten Gebiet mit 100% neben dem Fahrstuhl des Todes. Also meine fiese Lache hört sich irgendwie leicht behindert an. Blub, 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 blub. Ja. Wir wollen hier einfach mal speichern. Schad ja nix. Und egal was passiert, der Part ist der letzte. Er wird überzogen bis zum geht nicht mehr. Auch wenn mich das ein bisschen traurig macht. Wir sehen Metroids und wir können lieber die Rakete hier feuern. Weil es geht schneller, wir kriegen eh eine wieder. Ah, scheiße, er hat mich. Und wieder. Das ist mir nie passiert in meinen normalen Let's Plays. Mann, lass mich in Ruhe da. Witzig, wenn ich wirbel, macht er mir keinen Schaden? Wenn ich wirbel, macht er mir keinen Schaden. Wie witzig ist das denn? Aber ich hau den anderen schon mal weg. Jetzt auch nichts. Hau ab. Hau ab, hau ab. Also auch wenn wir 5 Raketen schießen. 3 meine ich. kriegt man die wieder, aber es geht schneller mit einer Superrakete. Und wie ihr gesehen habt, sind die Metroids ziemlich fiese Viecher. Setzen sich auf deinen Kopf und saugen dir die Energie aus. So, gibst du mir jetzt auch wieder eine wieder? Nee. Wow, das war knapp. Die gibt mir nur die wieder, die ich immer verschieße. Okay, da sind wir schon. Wow. Gut, dass wir überall durchschießen können. So. Hier auch wieder schön. So kann man denen nicht schaden. 1, 2, 3, 4, 5 dieser Dinger frisst der. Nur mal zum Verdeutlichen, wie stark die sind. Man muss sie aber gar nicht besiegen. Und dann sehen wir jetzt was Erstaunliches. Gleich. Und ihr müsst mir noch sagen, also denkt dran, mir noch zu sagen, ob ich Metroid Fusion oder Metroid Zero Mission oder welches zuerst spielen soll. Eigentlich müsste ich ja erst Zero Mission spielen. Und hier kommt wieder so ein Vieh, oh Gott. Und ein Metroid kommt. Ich hab's schon gehört. Aber was für eins! Und das saugt das einfach aus. Also ihr könnt euch vorstellen, wie stark das Viech ist hier. Oh. Lass mich! Scheiße, man kann nichts machen hier. Also die Kleinen kriegen wir schon kaum weg, aber das hier kriegen wir gar nicht weg. Wir sind am Arsch! Wow, bei einem hört er auf. Hört euch das Geräusch an, was es macht. Ja, jetzt ratet mal, was das für ein Metroid ist. Ihr kennt die Story. Ihr habt den Anfang gesehen. Und es gibt nur ein Metroid, was so riesig wird. Das Baby-Metroid. Es erkennt uns als Mutti wieder zurück. Also, es erkennt uns als Mutter wieder. Es erkennt uns wieder. Also, so meine ich, ne? Und lässt uns dann in Ruhe. Wir können ja erstmal alle Raketen auffrischen. Also, die normalen. Die 3 Stück, die uns fehlen. Wow. Aber von daher macht es doch mehr Sinn, wahrscheinlich die normalen Raketen zu verballern. Das wusste ich jetzt nicht mehr.
Aber macht ja auch nichts. So. Dann geht's hier weiter. Ich frage mich echt, was das hier ist. So eine Zuchtstation oder sowas? Ja, geht doch kaputt. So, hier sollte man nicht speichern, wenn man nicht 100% hat, weil man kann hier nicht zurück. Ich speichere hier trotzdem, weil es ist ja das Let's Play. Und ich habe ja alles. Was sollen wir noch woanders machen? Oder habe ich was gesagt von wegen, da gehe ich zurück und zeige euch noch was? Ich hoffe nicht, und wenn doch, dann nehme ich meinen anderen Spielstand. Ich habe ja noch einen anderen Spielstand, wo ich durch bin, wo ich da nicht gespeichert habe. So. Jetzt geht's auf zum finalen Boss. Erkennt ihr das wieder? So, zumindest die können wir einfrieren. Dann kommen nicht so schnell neue. Auch wenn die anderen Dinger trotzdem auf uns schießen. Aber das stört uns nicht so. Nicht so sehr. Oh. Die stören uns viel mehr. Ach, ist doch egal hier. Warte, geh da durch, schnell. Sonst kommen die nämlich wieder zurück. Ja, so kann man sich das Leben echt leicht machen. Nein, nicht kaputt machen. Ja gut, dann kommt neu. Komm neu. Da oben auch. Und hier unten auch. So, und da kann ich jetzt drauf stehen. Watz, 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 watz. Stirb. Jawoll. Wieder down. Was war das denn jetzt für ein Fehler? Alles kaputt und die Türen schließen sich hier. Tschüss. Tschüss. Nein, natürlich nicht. Sie steht wieder auf. Mother Brain. Mehr als ein Kopf. Und sie frisst natürlich ohne Ende. Und diese Musik ist so absolut geil. Ich kann hier kaum noch was sagen. Also ich... Weil alles, was ich sage, zerstört den Moment. Genießt es einfach, schaut's euch an. Ihr kennt ja noch das Gebiet, wo Mother Brain war am Anfang. Mann, ich kann nicht ausweichen. Also ich kann schon ausweichen, aber ich war gerade irgendwie zu doof. Was macht die da? Was macht die da? Trifft uns nicht. Wow! Ha! Der Regenbogenstrahl. Alter Schwede. Ich hab nichts mehr. Hier vielleicht? Nein, auch nicht. Shit. Wow. Schon wieder? Willst du mich verarschen? Lass mich. Kacke. Ja, wie viel denn noch? So, jetzt kann ich nichts mehr machen. Wie ihr seht, ich kann nicht aufstehen, ich kann mich nicht bewegen, ich kann nichts schießen, ich kann nichts. Wir sind down. Shit. Verkackt. Wow! Doch nicht! Das ist geskriptet!
Unser Baby-Metroid, Baby Mario wollte ich schon sagen. Unser Baby-Metroid beschützt uns. Saugt die Energie aus von Mother Brain. Und haut Mother Brain um. Schaut sie euch an, sie ist down. Sie zerfällt genauso wie das andere Viech oder die anderen Viecher zu Staub. Jetzt nur noch einmal drauf schießen und dann haben wir es geschafft. Oder nicht? Wieso dauert das so lange? Okay. Sie ist Staub. Ha. Alles wendet sich doch noch zum Guten. Saug weiter. Ah ne, du bist ja schon down. Wow. Es geht auch rückwärts. Das kann nur ein Baby-Metroid. Alle anderen machen das gar nicht. Das geht gar nicht. Und wir sehen, sie fängt schon wieder an. Ach du Scheiße. Nein, Baby-Metroid. Hau wieder ab. Hau ab. Mach doch, hau ab. Ich beende den Part hier. Los, hau ab. Los. Saug noch mal an ihr. Das hört sich irgendwie pervers an, aber egal. Jawohl, nein, nein, nein. Nein. Und wir kriegen die Rache des Baby-Metroids. Wir können jetzt den Schuss machen, den sie gemacht hat. Wie heißt er? Das ist der Hyperbeam. Wir zeigen's dir, du olle Nudel. Ich brauch gar nicht so oft drücken, ich brauch nur gedrückt halten. Wie sich das anhört immer. Alter Schwede. Voll die Rache. Und hört euch die Musik an. Also wer damals beim Zocken keinen Pipi in den Augen hatte, oder auch jetzt, ich kann das noch tausendmal sehen, aber jedes Mal. Ja, stirb! Du kriegst deine eigene Waffe zu spüren. Also ohne Witz, ohne das Baby-Metroid wären wir echt am Arsch. Down! Jawoll, jetzt aber, und hört die Musik an. Natürlich schon wieder eine Zeitbombe. Typisch Metroid. Wir müssen uns hier durchbomben. Wow. Könnt ihr euch vorstellen, hat man endlich den Kampf geschafft. Vor allem, weil man da auch sterben kann. Einmal hier hoch. Abkürzung nehmen. Weil man wirklich sterben kann. Wenn man zu wenig Energie hat, wenn die diesen Strahl macht, dann ist man echt down. So, hier geht's hoch, meine ich. Ja, und hier rein. Autsch. Haut ihr wohl ab! Ihr wollt doch nicht immer noch, jetzt wo Mother Brain tot ist, für sie arbeiten. Ey. Oder wollt ihr eine neue Mother Brain erschaffen? So, hier geht's durch. Und wir rennen. Und kennt ihr das Gebiet? Und hier kann man einfach nach oben jumpen. Das ist richtig nice. Dann muss man hier nicht jumpen. Springen ohne Ende. Und alle Türen sind zu. Damit man bloß nicht falsch läuft, kann ich auch hier lang. Ja. Also ist ja klar, dass man zu seinem Schiff soll, ne? So, aber hier geht's noch rein. Und da ist noch eine offene Tür. Was da drin ist, werdet ihr sehen. Wo rennt er denn hin? Will er sterben? Nein, ich will jemanden retten. Da warten die. Die haben uns das alles gezeigt und beigebracht. Die müssen wir retten. Achso, wir müssen ja den Weg öffnen. Ja, hau ab. Los, hau ab. Ich habe so lange gebraucht. Hauptsache, er nimmt keinen Schaden. Und wir überziehen gar nicht, außer für die Credits höchstens. Ist das ein geiles Spiel? Und noch Action hier am Ende. Okay, hier ist zumindest offen. Ich bin echt auf die Zeit gespannt.
Ja, geh da rein. Und geschafft. Freunde, ich kann den Controller zur Seite legen. Wir hauen ab. Und nicht nur wir, sondern wir haben ja auch noch jemanden gerettet. Der Planet explodiert, wie ihr es natürlich erahnen könnt. Und dann achtet mal bei der Explosion rechts daneben. Da ist so ein Pixel, der wegfliegt. Das ist das Rettungsschiff von den Wesen. Man denkt immer, ja super, wie hauen die ab? Jetzt, Achtung, da rechts. Und jetzt gleich müsste es kommen. Achso, nee, wenn wir abhauen, wenn man unser Schiff sieht. Wenn die Explosion sich legt. Und jetzt. Jetzt. Da. Jetzt nach rechts. Njong. Weg sind sie. Man achtet da gar nicht drauf. Ich habe mich echt immer gefragt, ja super, was bringt das, die zu befreien? Wie hauen die ab? Die sind doch gar nicht auf dem Schiff oder so. 3,46. Seht ihr, immer unter 4 Stunden. Immer unter 4 Stunden. Wobei so 4,5 oder so. Auch meistens. Super Metroid Staff. Super Metroid Staffel Nummer 1 war das. Nein. Ah. So ein geiles Spiel. Und schon wieder bin ich damit am Ende. Also durch. Ich glaube, ich hole mir wirklich Zero Mission und spiele das durch. Und dann Metroid Fusion, wie auch immer. Oder spiele ich es chronologisch. Das Spiel, was zuerst rauskam. Weil an sich ist es so, dass Metroid Fusion, das letzte Spiel ist der Reihe. Also chronologisch. Von der Zeitlinie her ist das am Ende. Ja, und Metroid Zero Mission ist eigentlich genau vor Super Metroid. Ja. Genau. Direkt vor... Das im Prinzip das, was wir im Intro gesehen haben, das ist Metroid Zero Mission. Der allererste Teil fürs NES. Dazwischen oder davor spielt noch der Gameboy-Teil, wo man alle Metroids auslöscht. Ich glaube, das spielt noch vorm ersten. Ja, und die Metroid Prime-Teile, die spielen ganz am Anfang, ganz davor. Dann gibt es noch Metroid Other M. Das spielt im Prinzip zwischen Super Metroid, dem Teil hier, und Metroid Fusion. Und mehr gibt es schon gar nicht mehr. Es gibt so wenig Metroid-Teile. Das ist so schade. Wird Zeit für mehr. Am besten eins, was nach Metroid Fusion kommt, aber das passt in die Zeitlinie nicht rein, weil es ist... Also, es ist am Ende. Fusion lässt keine Fortsetzung zu, eigentlich. Außer man denkt sich da wieder was ganz Neues aus. Naja. Man kann höchstens nochmal eine Story noch weiter vorerzählen. Zum Beispiel, wie Samus Aran von ihrer, ja, von ihren Eltern getrennt wird und so aufwächst bei den Shoso. Das haben sie ja in Filmen gezeigt, beim Asa-M. Aber, weiß nicht, könnte man ja echt als Spiel rausbringen. Ich weiß nur nicht, wie die sich das spielen sollte. Gunpei Yokoi. Ist der einzige Name, den ich kenne. Irgendwie aus der natürlichen Shigeru Miyamoto. So, jetzt wird's spannend. Und wir überziehen überhaupt nicht. Das passt sowas von in den Part rein. Sie zieht nur den Helm aus. Sie hat sich noch nie mehr entblößt bei mir. Absicht natürlich damit, ne? Weil sie friert ja sonst. Bam! Sie schießt uns ab. Und jetzt sehen wir, wie viele Items wir eingesammelt haben. Was wir natürlich schon längst wissen. 100%! Yay! Nochmal schriftlich. Da, ba, da. Ein schönes Ende. Ich glaube, ich war auch mit meinem Sprechen am Ende. Also schreibt mir doch bitte, was ich... Ja, ich weiß es echt nicht, ob ich als Zero Mission spiele. Das passt natürlich jetzt, weil wir jetzt Super Metroid kennen. Weil wir jetzt wissen, was ist. Theoretisch. Wenn ihr es sehen möchtet. Bin mal gespannt. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn man das Spiel natürlich schon 100.000 Mal gesehen hat. Aber ich finde, bei jedem Let's Player ist es wieder ein bisschen was anderes, irgendwie. Und ich hoffe, ich konnte dich für dieses Spiel begeistern, falls du es nicht schon kanntest. Dass du es vielleicht auch mal selber zockst, kannst du im eShop von der Wii U oder von der Wii sogar noch. Ne, der eShop gibt es nicht mehr. Von der Wii U, da kannst du es dir kaufen.
Ja, oder halt für Super Nintendo unter Super Nintendo kaufen, das ist nur ein bisschen teurer. Ja, muss man einfach gezockt haben. Für mich das Spiel überhaupt, beste Spiel aller Zeiten. Ja, gibt's noch was zu sagen? Mein Bildschirm geht weg, ich hoffe bei euch nicht. Das habe ich schon mal gesagt irgendwann. Ich komme hier nicht mehr raus, es sei denn, ich setze zurück. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schreibt mir Kommentare, ich freue mich auch auf gefällt mir und hast ihn nicht gesehen. Und teilt es mit euren Freunden, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns in dem nächsten Projekt. So wie Samus sagt, see you next mission, sage ich, sehe, ja, passt ja eigentlich, ne? Nächste Mission. Meine Mission ist es, ein Projekt zu machen, um euch zu begeistern für Spiele oder um euch zu unterhalten. Das heißt, das ist meine Mission und wir sehen uns auf meiner nächsten Mission. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. So ein geiles, extrem heftig geiles Spiel.